Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play KOTOR im Stream. Oh, ich hätte die Uhr vielleicht vorher mal stellen sollen. Ja, wir sind immer noch in dieser Unterwasserbasis der Republik und versuchen die Sternkarte zu erlangen. Jetzt werden wir das wahrscheinlich können, indem wir durch die Drucktür gehen. Du hast nur einen Raumanzug. Wenn du durch die Schleuse gehst, kann ich niemand begleiten. Yay. Ja, müssen wir wohl. Wir müssen wohl dem alleine entgegentreten. Hoffentlich sind wir dafür schon bereit. Guck mal, wie cool, oder? Ich finde das cool. Ich finde das sau cool. Ich meine, zu der Zeit war das nicht mal Tomb Raider hinbekommen, meine ich. Tomb Raider, so. Ohne B natürlich. Ein stummes B. Cucumber Land, ja, das auch. Da ist doch noch einer, da ist doch noch ein Anzug. Ein Überlebender? Ich will den Anzug für meine Freunde. Kann ich dich töten? Fällt doch nicht auf, oder? Hui! Wir sind nur etwas sehr langsam, aber naja. Aber ich fand die Szene super. An die habe ich mich nämlich noch Daystar! erinnert. Ihr seid zumindest kein Zellkarf. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Wer braucht die Boobies of Doom? Wir haben den Mega-Anzug of Destruction. oder nein, Daisies and Lilies and sweet other things. Ja, wir wurden von der Republik geschickt. Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Ich schaue auch seit viel längerer Zeit Pain keinen Fernsehen mehr. Ich glaube, seit 8 bis 10 Jahren irgendwann. Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Toru, du meinst Gingerbread, oder? Lebkuchen? Ich habe keine Ahnung. Was macht ihr hier im Unterwasserbereich der Station? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wrecker-Riffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drin, mit all den verrückten Selkath, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Okay. Ja, Jade, hast du diese schon mal auf Klo gehen sehen? Also ich nicht. Was erwartest du? Ich muss noch weitere Untersuchungen anstellen. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist. Ja, da ist es nicht sicher, aber ich wollte mir noch die Basis hier angucken. Dahin ist doch noch was. Ich will jetzt nicht schon mit dem mit. Da gehen wir gleich lang. Der stirbt wahrscheinlich jetzt eh. Viel Spaß beim Sterben. Denn er weiß nicht, was wir wissen, nämlich das hier, den Schallgenerator. Können wir denn noch was? Ne, wir haben alles noch an. Okay. Ja, genau, damit können wir uns nämlich schützen. Gegen die Haie. Und wir wissen ja, dass Schall unter Wasser sich schneller ausbreitet als in der Luft. Okay, dahin geht es nicht weiter. Da ist nur noch mehr Basis, noch mehr Druckkammern und bla 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 bla. Knack- und Backbrötchen. Ach, der Kram. Warum laufen die auch so? Die laufen? Muss eine neue Werbung sein, die kenne ich nicht. Also definitiv nicht. So. Ja, dann gehen wir auch mal hier lang. Hätte ich ihm doch folgen können, goddammit. Ist ja egal. Also mit ihm gehen können. Hätte ihn vielleicht gerettet. Oh nein, dann hätte er mir wahrscheinlich zur Seite gestanden gleich. Gott, nein. Verdammt. Weil da kommt doch sicher irgendwas mit Sithis wieder. Mit Sissis. Ach ne, Überlebender. Hallo. Bitte sag, dass du bei mir bleibst und mich beschützt. Du musst nur als Schild dienen, beziehungsweise das Feuer auf dich ziehen. Ich mach den Rest, okay? Nur so lange überleben, dann ist gut. Und er stirbt. Los!
Los, Beeilung! Steht nicht herum! Wir müssen weiter! Das Wasser ist voller! Nom nom nom. Ja, ich dachte es mir schon. Außerdem hat er auf einmal eine andere Stimme gehabt, also traue ich ihm eh nicht. La 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 la. Wo muss ich lang? Wahrscheinlich nicht dort, ne? Nö, sieht nicht danach aus. Ich glaube eh nicht, dass ich hier was aufnehmen kann, also pfeif drauf. Und? Es bringt nichts. Ist nicht nah genug. La 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 la. Na du hässlicher Hai. Hui und tot. Das geht schnell. Ich habe sogar zwei. Wow, auch noch. Zwei Schallgeneratoren. Wow, seid ihr schnell tot, ne? Und so tief ist das Wasser gar nicht. Ich hätte mir gedacht, dass dieser Planet, der von Wasser bedeckt ist, ein bisschen mehr Tiefe hat. Strange. Guck mal, da ist ein Hai drin. Oh. That's curious. Wie haben die überhaupt eine Basis bauen können unter Wasser, wenn das Wasser nicht kaum tief ist? Oder soll das hier so Tiefe illusionieren? Der ist eigentlich ganz viel weiter oben. Oh, strange. Guck mal, ein Hai. Ja, und da habe ich ihn gekillt. Tja. So schnell geht das. Verwerbung schalte ich meistens weg. Ja, das machen viele. Eine zugeschweißte Türe. In dem kleinen Hai. Oh, guck mal, ich kann doch was aufnehmen. Yay. Wie auch immer ich das kann, hier tief am Meeresgrund. Ein Nervenverstärker. Ach man, ich will was, was Intelligenz bringt, verdammt. Ich will diesen Gürtel, Calrissians Ersatzgürtel oder was auch immer. Auch wenn der erst in 2500 Jahren oder sowas lebt. Obwohl, so lange nicht. Um die 2000 Jahre. Ist zugeschweißt. Ja, dankeschön, das hätte ich mir denken können. Dass die zugeschweißte Türe zugeschweißt ist, Leute. Mensch, was eine Überraschung. Du ahnst es nicht, was das für eine Überraschung ist. Hallo, Haney. Schön, dass du da bist. Ich habe dich auch schon öfter hier gesehen. Du scheinst ein stiller Zuschauer zu sein. Was nichts Schlimmes ist. Ich wollte es nochmal bemerken. So, wieder weitere phyraxanische Haie. Ja, komm auf mich zu und tot. Haha. Ich habe die Überwaffe gegen euch. Schallwellen. Ich brüll einfach mal ins Mikrofon und dann sterbt ihr alle. Die Werbung ist schon ein bisschen älter, wirklich. Ah! Nicht beißen. Beißen ist nicht nett. Ich hoffe, das weißt du. Wie sie da immer steht, oder Leute? So, ah, ich geb's euch. Sieht aus, als würde sie die Macht anwenden, ne? Da ist es nur so ein komischer Schallwellengenerator. Wie schön so ein One-Game-Only-Stream sein kann. Okay. Freut mich, wenn der euch gefällt. So können wir ruhig öfter mal machen. Wenn ich dazu komme. Schleim oder nicht, aber es ist schon eine interessante Information. Wenn euch sowas gefällt, dann können wir das eher mal machen. Dann machen wir immer einen Dedicated-Stream. Dann wählen wir am Anfang ein Game und dann wird das gespielt. Und fertig. So lange geht KOTOR nicht mehr, Jade. Ganz ehrlich. Eventuell können wir es heute sogar noch fertig machen. Oh nein. Wie ich jetzt auch noch alleine gegen die kämpfen muss, ne? Aua. Nicht wehtun. Wehtun ist böse. Ja, jetzt bitte nochmal heilen. Dankeschön. Ein republikanischer Soldat. Ohne Atemmaske. Das ist cool. Die könnte ich eigentlich jetzt verwerten. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich sogar. Plasmabomben. Ah, ich fürchte, hier werde ich sowas wirklich mal einsetzen müssen. Ne? Da weiß ich gar nicht, ob ich die Dinge überhaupt verwenden kann, richtig. Ich glaube es nämlich nicht. Atemmaske, die nehmen wir jetzt aber mal. Weil hier könnte die echt mal nützlich sein. Immunität gegen Gift ist halt schon ganz gut. Der Biotoxin-Implantat, das Biotoxin-Implantat kann ich ja leider nicht nehmen. Weil unser Level nicht gut genug ist dafür. Also unser Level an Implantaten. Mit Pillars machen, Jade. Nee, das mache ich lieber so als LP. Das mache ich nicht so gerne im Stream.
Nach dir geschrien, Paint? Okay. Hast du irgendwelche Halluzinationen? Ah, vielleicht war es sogar ganz gut, dass wir die Atemmaske aufhaben, denn die wollen uns hier sicher gerade erledigen. Luftschleusensteuerung deaktiviert. Okay. Hallo. Nein, nein, ihr könnt hier nicht rein. Ihr lasst die Phyraxa und die Selkath herein. Nein, bleibt draußen. Bleibt draußen. Das ist doch ein Sith neben ihm. Lass uns diese Monster kriegen. Ich werde euch aufhalten. Oh Gott, den Druck auch noch. Ich pumpe den Druck aus der Kammer. Das wird euch aufhalten. Töte sie. Du musst sie töten. Großartig. 60 Sekunden bis zur vollständigen ja, los, Gary Linde! 54 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. 48 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Schlag schneller! 42 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Nein, nein! Die Phyraxa! Nein, die Selkath kommen! Ah, der ist vom Sith beeinflusst. Oder die ist auch doof. Ich bin ein Freund, ich werde euch beschützen. Ihr beide seid jetzt in Sicherheit. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bin in Panik geraten, als ich hörte, dass jemand vor der Tür ist. Bitte vergebt mir. Ich habe solche Angst. Wir haben einfach Angst. Als die Selkath verrückt wurden, dachte ich, dass alle außer mir und Sami den Verstand verloren hätten. Einige unserer Leute waren nicht in der Station, als es passierte. Die phyraxanischen Haie haben sie einfach zerfetzt. Es war schrecklich. Plötzlich fingen die Selkath an zu schreien und alles um sich herum zu zerkratzen. Mein Team wurde vor meinen Augen zerstückelt und gefressen. Sami und ich dachte, wir wären die einzigen Überlebenden. Ab und zu hörten wir die Selkath draußen vor der Tür. Und diese merkwürdigen Geräusche, die durch die ganze Basis halten. Wir dachten, alle sind tot. Tot oder verrückt. Ich habe die Nerven verloren. Was soll ich sagen? Ich bereue meinen schrecklichen Fehler zutiefst. Ich bin Kono Nolan und das oh, ist... Kono Zeit. Nolan. Wir waren als Wissenschaftler hier am Rakat Riff Projekt beschäftigt. Okay, was hat die Republik hier gemacht? Das wissen wir doch schon. Egal. Wir haben eine geheime Vereinbarung mit den gemäßigten Mitgliedern der Selkath. Sie wussten, dass Manan nach einem Sieg der Sith seine Unabhängigkeit nicht würde verteidigen können. Diese Bastarde würden den ganzen Planeten auslöschen, nur um an das Kolto zu kommen. Deshalb durfte die Republik diese geheime Basis bauen. Wir wollten hier hinter dem Rücken der Sith Kolto fördern. Aber es ist alles schiefgelaufen. Okay, was geschah denn? Das wissen wir nicht. Nicht genau. Die Arbeitsteams waren draußen am Riff, in der Nähe der Quelle. Plötzlich gab es ein lautes Grollen. Ich dachte, mir platzt gleich der Kopf. Dieses Monster ist aus dem Riff aufgetaucht. Ich glaube, es war ein phyraxanischer Hai. Der größte, den ich je gesehen habe. Größer als unsere U-Boote. Das heißt, es war so, als würde er in meinem Schädel brüllen. Dann brüllten plötzlich auch die Selkath und griffen uns an. Okay, sie haben mich angegriffen. Ja, was hat der Hai damit zu tun? Vielleicht hat er die Ruinen am Riff beschützt. Das könnte sein. Vielleicht lebt er in der Nähe der Kolto-Quelle im Rakat-Riff. Das würde einiges erklären. Was beispielsweise? Zum Beispiel, warum er unsere Bautrupps angegriffen hat und warum er so groß ist. Er ernährt sich vermutlich ausschließlich von Kolto. Seiner Größe nach muss er uralt sein. Aber mit Kolto als Nahrungsquelle... Und die ganzen anderen phyraxanischen Haie. Vielleicht ist das sein Nachwuchs. Das ist es. Die Kinder wollten einfach nur ihre Mutter beschützen. Oh Gott, die beschützen Mutti. Und was kann ich jetzt tun? Die phyraxanischen Haie waren schon immer ein ernstes Problem. Wir hatten ein paar Blaster und Projektilkanonen, um uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Trotzdem haben sie immer wieder Arbeiter getötet. Wir wollten eine wasserlösliche Substanz finden, mit der wir sie vertreiben können. Irgendwas, das sie verjagt. Tja, wir haben es nicht geschafft. Nicht so voreilig. Sie ist zwar nicht perfekt, aber für eine Situation wie diese wie geschaffen. Nein, es funktioniert nicht richtig. Wer weiß, was es anrichtet.
Ihr habt mit Blastern auf Haie geschossen. Ihr wisst, dass die Lichtbrechung im Wasser anders ist. Und so. Ist egal. Wovon redet ihr da? Der Abwehrstoff, den wir hergestellt haben, sollte die Haie vertreiben. Aber wir konnten ihn nicht fertigstellen. Wir haben einen hochgiftigen Stoff getestet. Er hat ihre Außenhaut in Sekundenschnelle zersetzt und ihre Atemwege verätzt. Oh, wie böse. Dadurch konnten sie den Sauerstoff nicht mehr aus dem Wasser filtern. Und genau das brauchen wir jetzt. Etwas, womit wir diesen Hai vernichten können, der unsere Station zerstört hat. Aber wir wissen nicht, wie der Stoff reagiert. Wir konnten ihn nur in einer kontrollierten Umgebung testen. Wer weiß, was im Meer passiert? Vielleicht wird sogar das Colto zerstört. Wir wissen genau, was passiert. Der Hai stirbt. Dazu haben wir die Substanz schließlich entdeckt. Okay, der Typ ist nah und sie hat wenigstens ein bisschen Weitsicht. Was könnte ich sonst tun? Mehr müsst ihr nicht tun. Wir haben einen Kanister mit dem Gift hier. Wir haben mit dem Toxin experimentiert, bevor die Selkhaft den Verstand verloren haben. Ihr müsst es nur in den Colto-Sammler füllen und verteilen. Und dann bringt euch in Sicherheit. Wir wissen nicht, wie der phyraxanische Hai auf das Gift reagiert. Ich muss das doch nicht machen, oder? Welche anderen Möglichkeiten stehen mir offen? Das Monster wurde anscheinend von den Maschinen, die wir am Rand des Riffs installiert haben, angelockt. Wir haben über die Kameras beobachtet, wie es die Maschinen angreift. Wenn ihr die Maschinen, die wir installiert haben, zerstört, beruhigt sich der Hai vielleicht und zieht sich in sein Versteck im Riff zurück. Ihr habt aber auch einen Spaß, ne, da im Chat. Wie könnte ich das tun? Programmiert die Sammler so, dass der flüssige Stickstoff einen Überdruck erzeugt. Dadurch explodieren die Treibstofftanks und die ganze Maschine wird zerstört. Das verwendete Hydroliumgas ist bei 1 bis 3 Millionen Sang gasförmig und bei etwa 4 Millionen Sang flüssig. In flüssigem Zustand ist es hochexplosiv. Wenn ihr genug Hydroliumgas in den Tank pumpt, wird es durch den Druck flüssig. Wenn es soweit ist, wird in der Maschine eine Kettenreaktion ausgelöst. Aber dann verlieren wir alles, was wir hier aufgebaut haben. All die Jahre harter Arbeit. Das ist immer noch besser, als den ganzen Ozean zu verseuchen. Also ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich bin auf ihrer Seite. Wir könnten daraus aber auch wieder eine Entscheidung machen, Leute. Wie wär's? Vergiften oder Maschinen zerstören? Was sagt ihr? Außerdem werde ich euch beide abschlachten. Nein, drei ist keine Option. Eins oder zwei? Wie sieht er mit der Atemmaske stehen? Die sieht auch heiß aus. Okay, ich habe schon zweimal zwei erhalten. Kein anderer bemüht sich, also nehmen wir die zwei. Sehr gut. Gut. Langfristig gesehen ist es besser, die Maschine zu zerstören. Wir dürfen das Colto nicht gefährden. Packt euch in den Computer des Sammlers und erhöht mit den Treibstoffen den Druck im Tank, bis sich das Hydrolium verflüssigt. Nein! Wenn die Maschine erstmal zerstört ist, verschwindet auch der Hai. Ihr wisst, dass ich hab doch keine Sonden. Ihr müsst das Gift durch den Sammler verteilen. Wenn der Hai tot ist, können wir wieder Colto abbauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr trefft die richtige Entscheidung. Nimm bitte mal deine Bombe wieder mit. Wir brauchen die vielleicht noch. Wer weiß, was die Seas hier noch sonst so treiben. Was haben wir hier? Yay, noch mehr Selkards. Moin! Und nochmal. Moin! Jetzt gibt's auf Schnauze. Warum bin ich eigentlich immer noch alleine? Scheiße. Ich will das hier nicht alles alleine machen. Hui! Töte sie, töte sie! Yay, und den nächsten auch noch. Sehr gut. Wie schön man doch mit Unruhe alle umbringt. Au. Das war gemein. Der war echt nicht nett. Oh, Computersonden, sehr gut. Das habe ich gehofft. Hier mal ein kleines Medikit und noch... Oh Gott, guck mal, wie wenig das nur noch auffüllt, ne? Die können wir echt zum Außerhalb des Kampfes heilen auch verwenden, weil... Oder wir verkaufen sie und kaufen uns bessere davon. Cryoband-Grenade, das ist cool. Ich mag die Cryoband. Au. Warum geht hier alles vor die Hunde? Da haben wir sogar noch einen Anzug. Tja, aber es gibt viele Leute, die so denken, Turo. Es wurde sogar mal, mal wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, die mit Gift naja, gemacht wurden. Eine Aufnahme zum Beispiel von einem Bestand in einem Fluss. Da haben sie einfach Gift in den Fluss geleitet und geguckt, was unten im Netz ankommt. Die war akkurat, immerhin, weil man hat wirklich alles erwischt. Aber ja, absolut in der heutigen Zeit nicht mehr denkbar. Das war noch, ich glaube, in den 60ern oder 70ern oder so. Da konnte man noch so eine Scheiße machen.
Wie, ich muss jetzt schon wieder hier raus? Oh. Ja, Luftschleusensequenz läuft. Yay, auf zu den Maschinen. Komm her, du Haifi. Todes Haifi. Todes Haifi. Hui. So, wo mache ich das jetzt? Der Computer wird wohl eher links sein, deswegen gehen wir mal dahin. Naja, ne, aber sowas kann man schon machen. Ich meine, nach meiner Masterthesis muss ich auch alle Gammariden, die ich verwendet habe, töten. Das ist nun mal Prozedere, das gehört dazu. Wo kommt ihr denn jetzt her? Bin ich schon wieder zurück? Ach, das kann doch nicht sein. Automatischer Levelaufstieg, jo. Automatischer Levelaufstieg. Guck mal, wie hell sie ist. Gar nicht mal so sehr eigentlich. Ein bisschen schade. Wir haben schlechten Einfluss auf die Arme. Ja? Oh, du könntest mich mal heilen, Mädchen. Das ist cool. Und dann muss ich wohl wieder zurück. Nee, warte mal. Wo ist denn dieser Computer? Lagerraum. Lagersicherheitsraum. Zentraler Lagerraum. Korridor, U-Boot, Sicherheitscomputer. Sicherheitscomputer muss ich doch sicher hin, ne? Gehen wir mal zum Sicherheitscomputer. Vielleicht war es ja da. Ist ja kein weiter Weg. Zur Not kann ich schnell wieder zurückgehen und am selben Punkt wieder raus und bin wieder dort in der Station. Weil ich habe da keinen Computer gesehen, Leute. Und hier oben war ja diese Sicherheitszentrale. Das Sicherheitszentrale, alter Lan. So. Sicherheitssystem? Nein, nicht du. Lass mal den alten Mann daran und ich muss speichern. Wenn es dann nicht ist, muss ich das wieder laden, weil ich brauche die Sonden, verdammt nochmal. So. Nee, scheiße, hier ist es definitiv nicht. Nee. Okay, dann... So. Nochmal laden, weil das muss leider sein, Leute. Es tut mir leid. Dann müssen wir nochmal los. Dann habe ich irgendwo was übersehen. Jetzt auf einmal alle wieder still sind. Hallo? Würdest du bitte laufen, Gary Linde? Dankeschön. Ist voll nett von dir, dass du mal ein bisschen läufst. Mann, Mann, Mann. Ja, dann habe ich was übersehen. Aber viel fehlt nicht mehr, Leute, das sage ich euch. Dieser Planet. Und danach ist es schon fast fertig. Also, dann fehlt nicht mehr so viel. Ja gut, wir wollen ja die Nebenquests noch fertig machen. Das auf Dantooine. Und noch einen, glaube ich. Raumanzug, ja, ja, tschüss, tschüss, cool, cool, danke. Da waren wir eben drin, das heißt, ich muss jetzt hier den Weg lang. Obwohl, ich gehe nochmal schnell da rein, weil das geht schneller. Oder? War ich da schon? Nee, da war ich noch gar nicht. Nee, nee, dann müssen wir hier lang. Dann läuft das. Lass die Boobs ran, ja genau, Jade. Kontrollfeld. Nein, wir werden das nicht dort einlassen. Aber vielleicht kann ich dort ja sprengen. Boom, boom, boom machen, damit der Hai endlich abhaut. Ich fände es sowieso nicht so cool, den Hai einfach zu töten, weil nicht, wenn wir eine Alternative haben. Wenn mir das Spiel jetzt keine Wahl gelassen hätte, okay. Oh, da ist übrigens der Hai. Seht denn? Ja, der ist wirklich ein bisschen größer. Oh, Scheibenkleister. Okay. Druckkontrolle. Ach, ich brauche gar keine Sonden dafür. Das ist ja nett. Operator, Achtung. Hydrolium wird bei 4 Millionen Sangen instabil. Druckbehälter wird explodieren. Bitte nicht, wenn ich daneben stehe. Treibstoffzuleitungsdruck bei 0 von 3 Millionen Sangen. Behälterdruck bei 0 von 5 Millionen Sangen. Füll die Behälter. Ach, guck mal, das ist sogar noch ein Rätsel. Seht ihr? Gift einleiten wäre sehr einfach gewesen. Das hier ist noch mit einem Rätsel dabei gemacht. Behälterdruck bei 5 von 5 Millionen Sangen, okay. Vom Behälter zur Einspritze übertragen. Okay. 3 von 3 Millionen Sangen, Behälterdruck bei 2 von 5 Millionen Sangen. Ach, so ein Rätsel ist das, okay. Füllt den Behälter... Ich glaube, Behälter leeren, oder? Ja, dann füllen wir mal den Behälter. Okay, Behälter leeren.
Wir müssen genau auf 4 Millionen kommen. Okay, ich glaube, so ein Rätsel kenne ich. Von 1% zum Behälter übertragen. Und wir müssen jetzt genau auf 4 kommen. Wie kriegen wir das denn jetzt nochmal hin? Druckstatus anzeigen. 0 von 3 und 3 von 5 Millionen sagen. Also der Behälter muss auf 4 genau kommen. Warte mal, wir haben jetzt in dem einen 3, in dem anderen 0. Wenn ich den jetzt befülle mit 3. Dann komme ich auch nur wieder auf 5. Ich muss irgendwie in einen der Behälter 1 reinbekommen. Wie mache ich das denn? Vom Behälter zur Einspritze übertragen? Nein. Da sind nur 3 drin gerade. Wir füllen den Behälter. Vom Behälter zum Einspritzer. Dann leeren wir den Einspritzer. Dann habe ich jetzt nur 2 im Behälter. Dann füllen wir das in den Einspritzer. Und dann fehlt da auch nur noch 1 drin. Okay. Ja, genau. Wenn ich jetzt nämlich den Behälter fülle, dann ist da wieder voll. Und wenn ich das jetzt in den Einspritzer, übertrage, dann bin ich genau bei 4. Achtung, Achtung, Behälter ist instabil, sofort evakuieren. Ha, ich liebe solche Rätsel, die sind voll cool. La 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 la. Wo muss ich denn hin evakuieren? Guck mal, der Hai, ist der nicht hübsch? Wow, der ist riesig. Guckt euch an. Was für ein Monstrum. Wow. Hoffentlich verschwindest du wirklich. Was ist da gerade geschehen? Oh, Madeline. Das ist ein ganz einfaches Rätsel eigentlich. Ich finde das sehr cool. Das gibt es zum Beispiel auch bei, wie heißt's? Stirb langsam 4. Gibt es das auch, das Rätsel? Nee, stirb langsam 2. Sorry, stirb langsam 2 war das, glaube ich. Oder 3? Jetzt bin ich voll verwirrt. Oh, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ich bin so ein Held. Warte mal, das war bei dem. Das war das Rätsel mit dem Elefanten. Wo es genau bei den Dingsgalonen. Nee, der zweite war im Schnee. Nee, das muss der dritte gewesen sein. Das muss der dritte gewesen sein. Ich kann da nicht rein. Ach so, muss ich jetzt an dem Hai vorbei oder was? Ja, Schatz, vielleicht sollten wir die Filme doch mal sehen. Okay, die Drucktüren sind gesperrt. Ist die hier auch gesperrt? Dann sollte ich vielleicht einfach über die Brücke gehen. Aber das finde ich irgendwie foolish. Oh, schade. Ihr habt die Sternkarte noch nicht gefunden. Ja, danke schön. Das ist nett von euch. Genau, 1 war im Hotel, 2 war das am Flughafen und 3 war in New York. Und 3 war es, genau. 3 war es. Wollte ich doch sagen, ne? Das zweite war im Winter im Flughafen. Wegen Bruce Willis gerne, ne? Ach so. Ja, dann vielleicht doch nicht, Schatz. Okay, vielleicht hätte ich einfach über die Brücke rennen sollen. Tut mir leid, Leute. Wie gesagt, ich habe keine Erinnerung mehr an diese Spiele. Zumindest nicht an den Teil hier. Die ersten beiden, also Dantooine, Tatooine, da hatte ich noch Erinnerungen dran, aber hier. Seebestie, wie hübsch. Lalalala. Hier wird gleich alles in die Luft fliegen und ich renne mal so ein bisschen über die Brücke, so ein bisschen gechillt. Jetzt, da der Koldo-Sammler zerstört ist, zeigt der große phyraxanische Hai keine Anzeichen von Feindseligkeit mehr. Er lässt euch passieren. Danke. Lieb von dir, mein Freund. Frag mich nicht, Jade, warum, aber ja. Oh, da ist die Sternkarte. Och, das ist ja nett. Ich dachte, hier wäre jetzt noch großer Kampf angesagt mit irgendwelchen Sith oder so einem Kram. Warum kriege ich eigentlich keine helle Seitepunkte? Oh, guck mal, aber wir sind jetzt schon so hell, dass sie schon eine bestimmte Haltung dabei einnimmt. Ich glaube, die gab es vorher nicht, die Haltung. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich will einfach noch mehr sein, weil ich glaube, das wird später noch wichtig. Ja, kann ich machen, Toru. Aber erstmal müssen wir uns die Sternenkarte krallen. Yay! Endlich! Der letzte Teil der Sternenkarte ist unser. Jetzt müssten wir wissen, wo die Sternenschmiede sitzt. Yay, geschafft.
Tagebucheintrag erhalten. Die Suche nach der Sternenschmiede. Du hast im Ozean von Manaan eine der verschollenen Sternkarten entdeckt. Sie ist ein weiteres Teil des Puzzles, aber noch ist deine Karte unvollständig. Wenn du Sternenschmiede finden möchtest, brauchst du alle Sterne. Wie, es gibt noch eine? Ha. Ha. Okay. Komisch. Okay, Leute, aber wir werden hier nochmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, das heißt Let's Play KOTOR im Stream. Bis dann. Tschüss.